Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Florian Wilk aus der wunderschönen Mittelmeerinsel Zypern. Und heute in meinem heutigen Video geht es darum, wo du dein Geschäftskonto eröffnen kannst für deine Zypern Limited. Und zwar habe ich einen Tipp für dich für einen ganz neuen, noch nicht so bekannten Anbieter, den ich mal etwas ausgetestet habe in den letzten Wochen. Wir haben auch schon einige Kunden, die dort Geschäftskonten eröffnet haben und Visa-Karten nutzen. Und in diesem Video erfährst du, welcher Anbieter das ist, worauf du achten musst und welche Konditionen dich dort erwarten. Also viel Spaß mit dem folgenden Video. Ja, und zwar vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Wise gibt es ja nicht mehr für zypriotische Limiteds, zumindest nicht mehr für neue Geschäftskontoanträge. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Es mag natürlich sein, dass hoffentlich im kommenden oder darauffolgenden Jahr Wise wieder verfügbar wird für neue Geschäftskonten auf Zypern. Aber aktuell fehlt dieser Anbieter für neue zypriotische Limiteds. Bestehende Geschäftskonten sind wohl nicht betroffen. Haben wir einige, die noch problemlos ihr Geschäftskonto weiter nutzen. Und dementsprechend suche ich natürlich nach Alternativen für Wise und habe mir sehr, sehr viele Anbieter angeschaut in den letzten Wochen. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit Pesera. Die haben allerdings relativ hohe Gebühren für zypriotische Limiteds. Da kostet jede Transaktion 5 Euro. Das geht natürlich bei hunderten oder womöglich tausenden Transaktionen im Jahr sehr schnell ins Geld. Ja, ist eine gute Basisoption, weil es einfach funktioniert. Ja, aber für Kunden mit viel Transaktionen, wenn man doch täglich mehrere Transaktionen tätigt, dann wird es eben sehr schnell sehr teuer mit Pesera. Und dementsprechend war ich auf der Suche nach Alternativen. Und ein Anbieter ist mir da besonders hervorgestochen. Einmal was die Einfachheit anbelangt, der Kontoeröffnung. Dann natürlich auch was die Gebühren anbelangt, aber auch den Kundenservice. Also ich habe das auf Herz und Nieren geprüft. Wir haben dort mehrere Geschäftskonten eröffnet, auch einige Kunden von uns schon. Der Anbieter ist zwar noch in der Beta-Phase, also noch relativ neuer Markt, aber bis dato muss ich sagen, das funktioniert alles tadellos und ist von den Konditionen wirklich unschlagbar. Aktuell ist es so in der Beta-Phase, dass die Transaktionen im SEPA-Raum sogar kostenfrei sind. Auch Geldabhebung, also Bargeldabhebung am Automaten sind kostenfrei, mit Ausnahme womöglich von den Gebühren des Automaten. Und auch die Karte wird kostenfrei ausgestellt, eine Visa-Karte. Also man zahlt praktisch gar keine Gebühren in der Beta-Phase, außer bei bestimmten Währungswechselkursen, ja, oder wie gesagt Fremdgebühren zum Beispiel durch den Bargeldautomaten. Das sind aber Beta-Konditionen. Die endgültige Preisliste, wenn das Ganze wirklich vollständig auf den Markt geht, ja, und in der finalen Version dann verfügbar ist, das steht noch nicht fest. Das bleibt dann abzuwarten. Ich schätze es aber so ein, dass die sich in einem sehr fairen Rahmen bewegen werden, weil das wirklich ein Ansatz ist, der ja sehr kundenfreundlich ist und auch von den Gebühren her da, denke ich, in einem sehr moderaten Bereich sich bewegen wird. Ganz wichtig auch zu der Visa-Karte, es gibt ein 1% Cashback, auch nicht unattraktiv. Das heißt, du bekommst für jeden Euro, den du mit der Visa-Karte ausgibst, letztendlich 1% Cashback. Und das ist natürlich ja auch durchaus attraktiv und nochmal ein kleiner Bonus, insbesondere für Unternehmer, die sehr, sehr hohe Spendings haben, ja, für Werbung, ja, sei es Facebook-Ads oder YouTube-Werbung oder solche Dinge. Da macht natürlich 1% Cashback schon eine ganze Menge aus und ist nochmal wirklich ein schöner Bonus. Also Konditionen, denke ich, passen auf jeden Fall, gerade in der Beta-Version. Wobei, wie gesagt, bei den endgültigen Konditionen ist da noch ein Fragezeichen. Ich erwarte aber keine doch zu hohen Gebühren. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere schon, um welchen Anbieter es geht. So viele gibt es ja dann auch nicht auf dem Markt. Und zwar geht es mir um Uni.co oder Unico, könnte man das auch aussprechen. Ich verlinke auch den Anbieter unter diesem Video. Dort kannst du dich registrieren. Das heißt, du legst einen Account an, schickst dann die Unterlagen bzw. lädst die Unterlagen hoch deiner
Zypern Limited, das sind einmal die Handelsregisterauszüge, die Satzung idealerweise, die du von uns auch auf Englisch natürlich immer zur Verfügung gestellt bekommst und dann entsprechend auf Nachfrage noch die ein oder andere Unterlage. Ja, manchmal wollen die Rechnungen sehen. Natürlich eine Firmenwebsite ist immer sehr hilfreich, einfach damit Unico verstehen kann, worum es geht bei deinem Business. Und je einfacher du das erklärst und je schlichter dein Business sozusagen, desto eher bekommst und desto schneller bekommst du dein Geschäftskonto. Meiner Erfahrung nach dauert es wenige Tage nur, bis das Konto eröffnet wird. Du bekommst eine estnische IBAN-Verbindung. Das Konto ist einmal in Euro und einmal im britischen Pfund. Vermutlich wird für dich Euro natürlich wichtiger sein, relevanter sein. Und dann kannst du ganz regulär dich einloggen in den Browser, Transaktionen vornehmen. Auch natürlich instant SEPA, das heißt mit anderen Marktteilnehmern, die das auch unterstützen, sind Transaktionen sofort beim Empfänger innerhalb weniger Sekunden, finde ich immer sehr angenehm und wie gesagt aktuell tatsächlich kostenfrei. Das ist natürlich echt super, insbesondere da viele Anbieter wirklich die Preisschraube angezogen haben in den letzten Monaten. Da ist natürlich Juni eine super Alternative. Ich hoffe, es bleibt bei solch tollen oder zumindest ähnlichen Konditionen auch langfristig. Ich finde gerade als Zweitkonto und für diese ganz vielen Zahlungen, aber auch Adspends, ja wegen dem 1% Cashback, macht das sehr, sehr viel Sinn. Also ich würde es zumindest als Zweitkonto empfehlen, nie natürlich alles auf eine Karte setzen. Es ist natürlich ein frischer Anbieter, muss man ganz klar sagen, aber auch Juni ist natürlich lizenziert. Ja, also die unterliegt natürlich einer gewissen Beaufsichtigung und da weiß man schon, dass da im Grundsatz das passt und ja, gewisse Rahmenbedingungen einfach erfüllt sind. Technisch muss ich sagen, habe ich überhaupt keine Probleme festgestellt. Es funktioniert wirklich tadellos, auch wenn es noch in der Beta-Phase ist, wobei die Beta-Phase auch schon seit März diesen Jahres läuft, glaube ich. Also auch nicht mehr ganz so frisch und man kann nur hoffen, dass die noch ein bisschen anhält und dass man auch danach eben noch von diesen tollen Konditionen profitieren kann. Wenn du vielleicht eine Zypern Limited schon hast oder überlegst, eine Zypern Limited zu gründen und dann ein Geschäftskonto bei Juni eröffnen möchtest, gib mir gerne Feedback. Ich freue mich immer über Erfahrungswerte, ja. Auch wenn es was Negatives ist, ja, wenn vielleicht etwas nicht passt oder irgendwas dir komisch vorkommt bei diesem Anbieter, ja, bin ich natürlich sehr, sehr neugierig und dankbar für weitere Informationen. Ich möchte natürlich nur Dinge empfehlen, wo ich wirklich sicher sein kann, dass alles seine Richtigkeit hat und alles passt und du möglichst eine positive Erfahrung machst bei diesem Anbieter. Ich habe natürlich auch keinerlei finanziellen Vorteil in irgendeiner Form, dadurch, dass ich diesen Anbieter empfehle. Sondern mir geht es wirklich darum, ganz neutral aus Kundenperspektive dir Empfehlungen abzugeben, welche Alternativen es zu Wise, Pesera und den klassischen Banken eben gibt. Und da denke ich, hat Juni eine Erwähnung auf jeden Fall verdient. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wie gesagt, ich freue mich über Feedback in den Kommentaren. Du kannst mich auch direkt kontaktieren. Wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht nach Zypern auszuwandern oder unternehmerisch auf Zypern aktiv zu werden, dann klick gerne auf den Link unter diesem Video, meinen Calendly-Link für eine Terminvereinbarung, für ein Erstgespräch, weil dann können wir mal über dein Vorhaben, über dein Setup sprechen, wenn du möchtest, und schauen, ob wir vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten können, ob wir dich bei deinem Setup unterstützen dürfen. Wir helfen und haben in den letzten 10 Jahren hunderten Unternehmern dabei geholfen, nach Zypern auszuwandern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auch dir da zur Seite stehen dürfen und dein Vorhaben begleiten. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, mir auch ein Abo dazulassen. Bis ganz bald, dein Florian Wilke.